An meinem zweiten Tag in Kopenhagen wollte ich heute einmal eine größere Runde drehen als gestern. Völlig erholt und frisch geduscht hat meine rote Funkstrecke das offensichtlich nicht mitbekommen. Völlig unbemerkt hat es mal so richtig schön ausgeschlafen und blieb erstmal stumm. Ich konnte es erst später wecken. Das war auch erstmal nicht so dramatisch. Hier wollte ich nur erwähnen, dass an den Supermärkten sich die Zugänge zu den Pfandautomaten meist außen befinden. Von einer YouTuberin, mit der ich in Kontakt stehe, hatte ich eine Aufgabe bekommen, Drumsticks zu besorgen. Und somit hatte ich schon mal ein Ziel. Was für geniale Radwege. Wer will da nach Auto fahren? Da ich gerade mein Rad so schön abgeschlossen hatte, habe ich aus reiner Bequemlichkeit und auch in dem Wissen, ohne Kronen und ohne Worte für Sättigung und temporäres Wohlbefinden zu sorgen, mich für Burger King entschieden. Solche Gebäude beeindrucken mich sehr. Lediglich an einem Fußpunkt und einer quer durch den Grundriss verlaufenden Kante berührt der Bau den Boden. Dem Design geschuldet eine wirklich statische Herausforderung. Hier beeindrucken mich gerade zwei Hochhäuser, an denen gerade noch die letzten spitzen Balkone angebracht werden. Daher der Name der Wohntürme, Kakti oder Kaktustürme, in denen sich Mikrowohnungen befinden werden. Hier sieht man bereits das später begrünte und begehbare Dach, das weiter über die Brücke gebaut wird, über die wir gleich fahren werden. Rechts außerhalb des Bildes entsteht ein IKEA, für den es keine Parkplätze für Autos geben wird, basierend auf der Prämisse, dass Kunden nur kleinere Objekte kaufen und sie mit dem Fahrrad nach Hause transportieren. Übrigens habe ich gehört, das soll der breiteste Radweg der Welt sein. So sieht er auch aus. Breiter als die Spuren für den Pkw-Verkehr. Auch hier freie Fahrt durch die Baustelleneinrichtung.
Ja, ich hab's ja bald gemerkt mit dem Mikro. Jetzt befinde ich mich auf der Insel Amager, Dänemarks am dichtesten besiedelte Insel, bekannt für elegante Architektur, Wassersport und Strände. Hier befindet sich auch der Flughafen. Test, Test, Test. Das Mikro ging mal wieder gerade nicht. Keine Ahnung, warum der den Ton nicht mit aufgezeichnet hat. Jedenfalls habe ich kurz was zum Wetter gesagt. Der ist sehr wechselhaft. Immer wenn die Wolken da sind, ist es ein bisschen kühl. Wenn die Sonne scheint, wird es richtig warm. Aber so geht's eigentlich. Das ist eigentlich ganz angenehm zum Fahren. Na, wie breit ist wohl der Radweg hier? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. 6 Meter. Cool. Ja, das ist hier die Halbinsel oder Insel, auf der auch der Flughafen ist. Da müsste ich noch mal auf die Karte gucken, wie diese Insel überhaupt heißt. Jo, weiter geht's. Und kein Klack-Klack mehr. Klack-Klack, Klack-Klack, Klack-Klack. Mann, wie mir das auf den Keks gegangen ist. Und es lag nur an den Pedalen. Ja, man glaubt's nicht, ne? Ich hätte sonst gesagt, ja, Tretlager oder hängt ja irgendwie dann ein Motor zusammen. So einfach kann es manchmal sein. Kann ich mir den Werkstatttermin sparen. Ich hoffe, es kommt noch nichts anderes dazwischen. Bis zu meiner großen Reise mal wieder dann im August. Jetzt fahre ich noch mal an die südliche Spitze von der Geschichte hier. Und dann fahre ich wieder hoch. Da gibt es irgendwie noch so einen Skihang, den sie hier gebaut hatten. Da wollte ich auch noch mal vorbeigucken. Ja. Wow. Hat sich das gelohnt? Wow. Gerade noch in der Stadt und jetzt hier total Idylle. Krass. Mann, das ist echt krass. Ich meine, ich vermisse so ein bisschen die Berge, aber hier kann man nicht meckern. Absolut nicht. Mal schauen, dass ich nicht wieder von einem Rennradfahrer überfahren werde. Ich wage mich mal auf die Fahrbahn. Ah, cool. Hier kommen natürlich ab und zu Flieger vorbei. Aber ich wohne ja hier nicht. Cool. Was gerade noch in der Stadt? Ich meine, das ist ja entspanntes Fahren, da kann man nicht meckern. Aber trotzdem, jetzt so die Ruhe zu haben, top. Ach, Entschuldigung. Ja, der mochte mich. Der hatte mich angegrinst. Der kennt meinen Kanal noch nicht.
Sonne kommt raus, wie cool. Boah, es macht so Spaß. Ja. Spaß, Spaß, Spaß. So, ich bin im Fernsehen, Lotto-T-Shirt, Mann, ich habe nichts Besseres dabei, außer meine Trikots und irgendwie fühle ich mich da auch nicht so drin wohl. Ja, ich hätte es nicht erwartet, dass ich hier heute mit so einer Natur zu rechnen habe. Klasse, wirklich klasse. Also ich bin noch ein bisschen von meiner geplanten Route abgewichen, weil es einfach hier so schön ist. Es kann auch sein, dass mein Akku dann irgendwann alle geht. Ja, wie auch immer. Ich habe auf jeden Fall vorgesorgt und habe ein Grönbier besorgt. Grönbier. Sogar kühl geworden. So schnell war ich. Ja. Inzwischen habe ich hier auch meine Jacke ausgezogen. Ich glaube, das bleibt jetzt so ein bisschen heiter. So wie ich auch. Boah. Schade, was links. Ein bisschen mehr entlang wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber es reicht jetzt mit Gravel. Here's the road to nowhere. Da 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 da. Da 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 da. Ba, da, da, da. Kennt das Lied Road to Nowhere? Das kommt mir hier so vor. Da, 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 di, di, di. Die. Oh, der Batterieweg. Hier vielleicht mit Akku aufladen. Aber. Offensichtlich im Entenhaus. Das ist hier so ein Strandbad, wie heißt das? Dragör-Söbad. Und mein tolles Navigationsprogramm schlägt mir eine super Route vor hier. Einmal um alle Stege rum. Das spare ich mir jetzt. Spare ich mir ein paar Kilometer. Welcome to Dragör Fort. Das ist auch so eine Wehranlage wahrscheinlich. Ja, sieht genauso aus der ähnlichen Zeit. Ist dann später entstanden als die Anlage bei mir am Campingplatz. Und hier gibt es auch eine Meerjungfrau. Ja. So, hier gibt es nichts weiter außer Aussichtspunkt. Spare ich mir jetzt auch mal wieder. Ich habe noch ein paar Kilometer, glaube ich, 30 oder so zurück. Wollten wir noch ein paar Sachen angucken. Wahnsinn. Ja, alternativ hätte ich schön auf dem Campingplatz bleiben können heute. Eine ruhige Kugel schieben. Und von mir aus, oder vom Campingplatz aus, kann ich auch direkt ans Meer und da hätte ich baden können. Vielleicht mache ich das noch heute Abend. Mal sehen, wie das Wetter ist. Aber so eine Tour wieder mal. Einfach mal losfahren, ein bisschen gucken, was man so alles entdecken kann. Das ist der Wahnsinn. Ich bin wieder total begeistert. Ich hoffe, dass diese Begeisterung am E-Bike-Fahren oder überhaupt am Fahrradfahren noch länger anhält, weil momentan finde ich, es gibt nichts Besseres. Echt. Ich muss schon wieder meine Kette pflegen. Also so alle 50 Kilometer fängt sie an zu zwitschern. Ich habe ja dieses Kettenöl, das ist hier für Trockenheit, ja. Es hat aber auch nicht geregnet jetzt, oder?
Doch, heute Nacht hat es geregnet, deswegen wahrscheinlich wird das dann halt wieder runtergespült. Der Vorteil ist natürlich, dass die Kette kaum Schmutz anzieht. Ich wollte gestern die Röllchen sauber machen und da war gar kein Dreck dran. Also ja, bei Trockenheit vielleicht in Ordnung, man muss es häufiger auftragen, dafür muss man es weniger reinigen. So, Fazit. Gut, dann hier mein Immo-Schlüssel in Bus, nicht im Bus. Ich sitze nicht im Bus, sondern in Bus. Ich habe ja gesehen, dass manche, was ist jetzt los? Dass manche das auf die einzelnen Lieder träufeln. Das dauert mir zu lang. Ja, ich hatte nicht richtig in Gang geschaltet, deswegen gerade das jetzt so. Zack, fertig. So. Den nicht vergessen, so, fertig. Ja, dort hinten sieht man auch die Öresundbrücke, die direkt nach Malmö führt, als drittgrößte Stadt von Schweden. Ja, man kann nicht mit dem Fahrrad drüber fahren, man muss dann mit dem Zug fahren. Soweit ich das gelesen habe, löst man dann eine Kinderkarte für das Fahrrad. Bin ja echt der Pausenkönig. Hoffentlich kein Pausenclown. Immer noch eins dieser Kaffees wählen, um einen Kaffee zu trinken. Aber ich will mich hier nicht länger aufhalten. Jetzt komme ich ja nie voran. Ja, ein nettes kleines Örtchen, wo man auch noch einen Kaffee trinken könnte. Nein, mache ich jetzt nicht. Cobblestone. Ja, die wurden gerade angehalten, weil die Räder nicht richtig befestigt waren an ihrem Karawan. Oh, Ende Gelände hier. Hier ist ein Strandbad. Oh, schön. Da haben die einen Strand direkt vor der Stadt. Wir auch, aber ist ja nur die Elbe. Ja, hier haben sie so Aschenbecher, die man sich mit an den Strand nehmen kann. Auch nicht schlecht. Brauche ich zum Glück nicht mehr. Jetzt habe ich mich aus Versehen wieder hingesetzt. Es ist einfach so schön hier. Ich habe noch 17 Kilometer und fahre halt die ganze Zeit schon im Eco-Modus. Ich weiß auch nicht, warum mein Akku heute nicht so lange hält. Damit komme ich aber hin.
Inzwischen habe ich immerhin meine 60 Kilometer. Oh, Skicenter. Da wollte ich doch hin. Ich wollte sagen, dass ich immerhin 60 Kilometer gefahren bin. Ich habe mir auch wirklich alle Mühe gegeben, das gemütlich zu machen. Ja, cool. Das ist wirklich gewagte Architektur, aber cool. Ja, unglaublich. Da ist tatsächlich noch eine Kletterwand dran. Verrückt. Also solche Gebäude beeindrucken mich schwer, würde ich sagen. Schön oder nicht schön, weiß ich nicht. Es ist was Neues. Das habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Auch hier Industriearchitektur vom Feinsten. Ammerwerket ist ein fossil- und biogenbefeuertes Heizkraftwerk. Die 6 Meter dicke Holzfassade besteht aus 8500 Baumstämmen, so eine Art Waldfassade, die nachts raffiniert beleuchtet wird. Eine öffentliche Treppe führt zu einer Aussichtsplattform auf dem Dach. Sollte man vielleicht das nächste Mal in Angriff nehmen. So, ich stehe jetzt hier auf dem Bauhof und habe extra noch mal die Lesebrille rausgeholt, um zu gucken, was das für ein Gebäude ist. Hier gibt es sogar U-Boote. Dieses abgefahrene Gebäude, das ist eine Müllverbrennungsanlage, die 2019 eröffnet wurde. Und da drauf ist ein Skihang mit Skilift. Ist das abgefahren? Das ist doch geil, oder? Und ich glaube, da sind auch Wohnungen drin. Also da stand irgendwas mit Bewohnern. Also die Dänen sind schon sehr einfallsreich. Und das wurde auch hier sehr gut angenommen von den Bewohnern. So stand es halt drin, ja. Vielleicht meinen sie die Bewohner, die halt nebenan wohnen. Ich muss mal gucken, dass ich weiterkomme. Und das spare ich mir jetzt, da hochzufahren mit dem Fahrrad. Ich will jetzt auch keinen Ärger kriegen. Obwohl mich das schon reizt hier. So ganz erschließt sich mir das nicht, was das hier ist. Unten stehen immer Fahrräder drin. Ja, ich habe jetzt eine Route geplant, die mit der Fähre geht. Und ich weiß nicht, was die kostet, wohin die führt und so weiter. Ich suche mir mal einen anderen Weg. Und außerdem ist sie voll und Fahrräder, weiß nicht. Nee, lass mal. Ach, da drüben war ich ja bei dem Kriegsschiff gestern. Da fahre ich da hin und dann kann ich ja hinten bei der Oper wieder zurückfahren. Ja, so mache ich es, genau. Das ist hier so ein Künstlerviertel. Ehemaliges Hafen- oder Industriegebiet. Und das ist jetzt ziemlich angesagt hier im Künstlerbereich. So viel ich gelesen habe und so viel ich auch davon behalten habe. Da steht es auch. Da wäre ich auch gerne noch mal Student. Jo, was für eine tolle Stadt. Ich könnte echt noch mehr von sehen. Oh, jetzt habe ich so langsam mal Hunger. Und muss mal zusehen. Ja, hier war ich gestern. Dass ich was zu essen kriege. Oh, ist das voll jetzt. In Kopenhagen gibt es sicher noch viel mehr zu entdecken. Viele Sehenswürdigkeiten habe ich ja komplett links liegen lassen. Und ich bin überrascht von der hohen urbanen Lebensqualität. Ich habe so viele öffentliche Sport- und Freizeitangebote gesehen. Und nicht zuletzt, die Infrastruktur ist einfach großartig. An erster Stelle natürlich die fantastischen Radwege, die ich am liebsten mitgenommen und in Hamburg wieder ausgerollt hätte. Ja, es ist teils echt frustrierend, wieder in Hamburg Rad zu fahren. Ja, und bis auf einen Querulanten, der mit seinem frisierten E-Bike mir mit bestimmt 40 Stundenkilometern in falscher Richtung entgegenkam, ist die gegenseitige Rücksichtnahme und vor allem der Respekt gegenüber Radfahren nicht mit deutschen Großstädten vergleichbar.
Die letzten 7 Kilometer konnte ich nicht mehr aushalten. Ich habe mir jetzt ein paar Oliven gekauft. Ich habe ein wunderbares Plätzchen hier am Wasser. Auf so einer Bank. Im Schwimmen wird heute nichts mehr, glaube ich. Morgen mache ich mich wieder auf den Weg in Richtung Deutschland und seid gespannt, was mich noch erwartet. Schön, dass ihr dran geblieben seid und bis zum nächsten Video. Euer Matthias.